lasst uns mal nacheinander die Dinge abbauen. Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Klee, vielen lieben Dank für dein Abo und viel Spaß weiterhin beim Zugucken natürlich. So. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das auseinandergefummelt bekommen. Der kann auch ab. Oh, Vorsicht, fliegender Tank. So. Was ist heute noch los? Warum ist heute so eine hohe Fragging-Dichte? Ne, das will ich nicht. Ich möchte gern die Couple Note machen. So. Gut, also. Robo auf der Seite ist natürlich nicht so schön. Könnte jetzt aber auch alles schlimmer sein. Kriegt man bestimmt irgendwie hin. So. Das Ding legen wir mal ein bisschen zur Seite. Nee, das wollte ich nicht. Ich will das gesamte Teil haben. So. Auch mal zur Seite. Gut, jetzt gucken wir mal, wie schlimm, schrägstrich schwer ist es denn? 58 Tonnen ist natürlich eine ganze Menge. Das ist tatsächlich ein bisschen arg viel. So viel Kerbals habe ich nicht. Ja, aber im Zweifelsfall läuft es dann wirklich irgendwo mal auf den Kran hinaus, damit wir das Ding wieder aufrichten können. So, mal gucken. 77 Tonnen ist der gesamte Rover. Das heißt, ohne das ganze Zeug wird er wahrscheinlich immer noch so 20 Tonnen wiegen. Gut, das heißt, das kriegen wir jetzt erstmal nicht hin. Das ist dann halt so. Was wir aber hinkriegen können, ist... den Kram hier aufzubauen. So. Jetzt schauen wir erstmal. Retract. Retract. So, jetzt gucken wir mal, was dank Reaction Wheels möglich ist. Nicht besonders viel. Aber wir haben einen Haufen Reaction Wheels zur Verfügung, fällt mir gerade mal auf, ne? Wenn sie nicht da hinten wegrollen würden. Ich glaube, wir können den Rover mit Hilfe, mit der Kraft des magischen Reaction Wheels vielleicht drehen. Das wäre tatsächlich ein Versuch wert. Bleib mal hier, du komisches Ding. Ich meine, wenn wir da hinten vier Reaction Wheels dran stecken, müsste theoretisch ein gewisser Torque entstehen, mit dem wir die Chance hätten, das Ding zu drehen. Zack, grab. Ah. Überroll mich bitte nicht, danke. So. Mal kurz zurückbringen. Den Chrom. Lalalala. Also, der Plan wäre jetzt, ich baue jetzt da hinten die vier Reaction Wheels ran. Und mit den vier Reaction Wheels müsste ich theoretisch genug Torque entwickeln können, um den Rover um seine eigene Achse zu drehen. Ja, mal eben Leute von A nach B verschieben hat sich tatsächlich sehr in die Länge gezogen bisher. Aber wie gesagt, es ist ja alles zum Wohle einer besseren Mondbasis. Und natürlich, um auch zu lernen, mit solchen Katastrophen umzugehen. Denn die werden erfahrungsgemäß auf Duna und so auch nicht ausbleiben. Und da können wir auch nicht mal eben schnell Nachschub rüberfliegen.
Das heißt, es sind jetzt halt Learnings, die wir hier machen können. Und hier fast kostenlos sind, außer Zeit. Aber Zeit ist, bitte, es ist, also ich fühle mich wohl unterhalten damit. Man hat auf jeden Fall eine spannende Aufgabe, das gerade ordentlich zu strukturieren. Und am Ende des Tages, wenn das funktioniert und wir den Rover wieder aufgerichtet bekommen, wobei der auch liegen bleiben kann erstmal, da müssen wir halt mal einen Kran herbringen. Ist alles kein Weltuntergang. Dann können wir gleich noch eine richtig gute Fertilizer-Produktion anwerfen, die erstmal durchrattern kann eine gewisse Zeit. Because of reasons und so, weil wir dann wirklich Tanks und alles haben. So, und jetzt muss ich mal gucken. Also, in der Theorie kann ich jetzt einfach das Ding hier nehmen. Und abbauen. Und außerdem lernt ihr so mal ordentliches Krisenmanagement, Freunde. So geht man mit Problemen um. Ruhig bleiben, den kühlen Kopf behalten, sich kurz ärgern und dann gucken, wie man es wieder ganz gebaut bekommt. Ist nämlich alles kein Weltuntergang normalerweise. So. Zack. Denn wir haben ja eigentlich alles da, was wir so brauchen. Um den Kram zum Funktionieren zu bringen. Theoretisch zumindest. Nee. Na gut, bisschen näher ran. So ist das, wenn man trinkt und Rover fährt. Ja, das könnte uns allen eine Lektion sein. Ist es aber nicht. So. Gut. Ich habe aber so die Befürchtung, das wäre auch ohne den Alkohol passiert. Ich glaube, das Problem war da eher das Roverfahren an sich. Oder mein blindes Vertrauen in die Körbelphysik, dass das mit dem Abtropfen schon irgendwie funktionieren wird, weil es ja schon 1000 Mal funktioniert hat. Das war vielleicht ein bisschen arg optimistisch, muss ich zugeben. So. So, Cherofire, schönen Abend noch und ja, viel Spaß beim restlichen Drama auf YouTube. Aber ich glaube, das ist gar kein Drama. Das wird hier einfach eine ganz chillige Umbauaktion. Und dann klappt das auch. Und der Demian hat ein Follow da gelassen. Vielen Dank und ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, das noch. Also ich glaube, mit 4 Reaction Wheels, ja, wohl 55 Tonnen. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Vielleicht reicht's ja. Vielleicht muss ich ihn auch vorher leer pumpen, dann ist er auf jeden Fall leichter, der Truck. Dann kann man ihn vielleicht danach drehen. So. Zack. Zack, zack, zack. Jetzt kurz noch das wieder zurechtgebaut. So, dann kommen wir jetzt zu dem lustigen Part, nämlich dem Part, wo ich nochmal probiere, das Teil... Was ist das denn für ein Geräusch? Wo ich nochmal probiere, den Rover zu drehen. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Also, wir haben jetzt ein paar Reaction Wheels. Okay, ich kann schon mal in die Richtung aufschaukeln und Schwung holen und... Na? Nochmal aufschaukeln. Und jetzt liegt er gleich richtig auf dem Dach. Schwung, 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 Schwung. Ah, fast. Na gut, okay. Das heißt, wir müssen ihn leer pumpen, aber ich glaube, wenn wir die knapp 50 Tonnen Gypsum da hinten rausgepumpt haben, haben wir eine ganz gute Chance, dass das funktionieren könnte. Das heißt, wir machen jetzt, die Handbremse ist drin, das ist okay. Wir steigen jetzt erstmal aus. Und, nee, das Problem sind nicht die Landebeine, das Problem sind scheinbar die Triebwerke hier, so wie es aussieht. Und die Landebeine selber kann ich auch nicht abschrauben. Ich kann nur die Räder abschrauben. Und das mache ich lieber nicht, weil die kriege ich hier oben nie wieder symmetrisch zusammengebaut. Was wir jetzt machen, ist, wir bauen jetzt hier die Fertilizer-Anlage auf, so wie sie geplant ist. Und werden dann einfach den Fertilizer-Kram abpumpen. Also sprich, da hinten dieser Tank ist ja randvoll mit Gypsum. Mit Gypsum. Und das Gypsum werden wir rauspumpen, was die Kiste dann deutlich leichter macht, was dann die Reaction Wheels deutlich wirksamer macht, was eigentlich dazu führen sollte,
dass wir dann das Ding drehen können. Tja, da ist man mal kurz nicht da und schon liegt der Rover auf dem Dach. Ja, sowas kann passieren, aber wie gesagt, alles kein Weltuntergang. Dafür haben wir, glaube ich, in, naja, ich bin mal ganz optimistisch, in den nächsten 20 Minuten, komm, steh auf, in den nächsten 20 Minuten ein Turm stehen für die Düngerproduktion, mit dem man relativ verlässlich Dünger produzieren kann. Den Kram müssen wir dann irgendwann nochmal holen, aber er liegt jetzt halt erstmal auf dem Hügel rum. So. Zack, zack, zack. So. Und Zero Dissoys, auch dir einen schönen Abend noch. Oh, ein bisschen näher ran. So, jetzt mal gucken. Mining Rover. Wir suchen den Invi. Invi Kerman, da ist er. So. In den nächsten 20 Minuten liegt der Moon auf dem Dach, wenn das so weitergeht. Das glaube ich nicht. Da bin ich sehr viel optimistischer als du, was das angeht. Aber schauen wir mal. Vielleicht behältst du ja auch recht. So. Rap. Ach nee, wartet mal. Erstmal Ground Taffer attached. Jawohl. Damit er nicht durch die Gegend hüpft. So. Hin damit. Und. Jetzt müssen die Jungs wieder zum Helfen ran. Bom. So. Das wird schon noch. Also ich baue das jetzt nicht extra, also ich baue das jetzt extra etwas näher an den Reaktor ran, damit wir gleich möglichst wenig Bewegungen machen müssen in dem Bereich. So. Ich bewege den jetzt noch einmal hier rüber quasi, dass wir den hier so irgendwo stehen haben. Und dann bauen wir darauf auf. Oder beginnend darauf auf. Darauf beginnend auf. Ach, was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, Ground Taffer ist attached. Das heißt, wir können jetzt die Stabilizer ausfahren. So, und jetzt müssen wir mal den Reaktor abschalten. Also den fahren wir jetzt tatsächlich mal runter vorher. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Da ist sie. So, irgendwo ist doch hier der. Nee, da ist er nicht. Wo ist denn jetzt der blöde Reaktor? Da. Reaktor. Ach, den kann ich jetzt gerade natürlich nicht so richtig gut ausschalten, weil wegen. Keine Kontrolle auf dem Ding. Ist aber ehrlich gesagt. Ist das wild? Irgendwie ist es schon nicht gut, ne? Es ist schon nicht gut, weil das Ding potenziell überhitzen könnte. Okay, da müssen wir einmal. Aber ich kann es, glaube ich, mit dem Ingenieur müsste ich es abschalten können. Ich glaube, ich kann den runterfahren. Schauen wir mal. Weil es wäre nicht gut, wenn der. Wir befreien ihn ja jetzt auch von seinen Teilchen da. Wahrscheinlich zumindest. Befreien wir ihn auch von den Kühlrippen. Und dann wäre das. Repair-Reaktor? Ne, geht nicht. Okay, dann muss ich mal gleich gucken, ob ich ihn in einem Stück abbauen kann. Dann wäre es auch noch eine Option. Ah ja, guck mal, da kommt alles mit. Super. Muss ich noch von der Höhe her eine Stelle finden, wo ich arbeiten kann. Schwierig. Eieieiei, das war knapp, aber es hat funktioniert.
Macht sowas niemals zu Hause mit euren Atomreaktoren. Keine gute Idee. Aber ist gut gegangen. So, ich stelle den jetzt mal ordentlich ab. Oh Gott, das ist auch schon wieder so. Lass es nicht schief gehen. Ah. Okay, Atomreaktor steht. Sehr schön. Puh, kommen wir zu den weniger stressigen Tagen, Teilen des Tages. Den Teil da abbauen. Das hat mehr Spaß gemacht. Das war auch relativ einfach. So, können wir einfach rüberschieben, ja. Ich glaube, tragen geht besser. So. Achso, ich könnte vielleicht einfach den Reaktor wieder draufsetzen. Dann ist das hier schon mal erledigt. So. Kann man den draufbauen? Nee. Come on. Sei nicht so zu mir. Jetzt wird er bestimmt gleich nicht mehr, weil ich zu weit weg bin. Nee, noch geht's. Aber ist ihm zu weit noch. Ach Mann. Komm. Komm. Reset Orientation is Space. Fixed it. So. Gut, also Reaktor ist wieder da, wo er sein soll. Jetzt kommt unser Tank, mit dem wir Gypsum einfangen wollen. Den müssen wir jetzt einmal da oben aufbauen und dann können wir eigentlich schon das Gypsum abpumpen. Und dann müssen wir den Kram da noch umbauen. Oder hinbauen. Und dann haben wir es. Dann ist hier die Fabrik fertig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Oder irgendwas ist fürchterlich explodiert schon wieder. So. Sehr schön. Okay, das hat doch schon mal soweit ganz gut funktioniert. Seit wann streame ich schon? Seit 19 Uhr, also nicht ganz 2 Stunden jetzt. So. Einen laufenden Nuklearreaktor aus 4 Metern Höhe fallen lassen. Das kann schon mal passieren. Aber das ist ja alles space-getestete Supertechnologie. Da kann eigentlich überhaupt nichts. Das war überhaupt kein Risiko. Das ist alles total unrisikohaft. Ich glaube, das ist kein Wort. Naja, ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt schließen wir das Gerät mal mit dem. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Was ist denn jetzt mein Fokus? Okay, irgendwie umgesprungen scheinbar. Irgendwie auf die Taste gekommen. So, dann machen wir jetzt hier einmal den Port dran. Und vielen lieben Dank, Mota, für dein Follow. Willkommen bei den Kommunauten und viel Spaß beim Zuschauen. So, und jetzt machen wir hier mal den Knöpkes ran. Und verbinden den Knöpkes mit dem Rover. Link. Und dann geht unser Pilot nämlich gleich mal in den Rover zurück. Und guckt mal,
Ach nee, unser Pilot ist, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Egal, irgendjemand geht in den Rover zurück und pumpt ihn mal leer. Link. So. Und das kann jetzt auch gleich der Ingenieur machen. Wenn wir hier schon unterwegs sind mit dem Ingenieur. Nur mal kurz auf den Moon. Ja, aber so ist es halt, ne? Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel und der Moon ist manchmal noch viel schlimmer. Um Forrest Gump mal zu zitieren. Der hat ja bei Apollo 13 auch so seine Probleme gehabt, der Herr Gump. Also natürlich Tom Hanks, aber... So. Knöpkes und Nupsis. Also ein Nupsi ist ein nicht näher definiertes Teil, während ein Knöpkes ein knopfartiges nicht näher definiertes Teil ist. Das ist ja wohl völlig klar vom Unterschied her. Ich verstehe da auch nicht, wie man das nicht verstehen kann, Neo. Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben und ich es erklären konnte. Also, das ist deshalb ein Knöpkes, weil das so aussieht wie ein kleiner Knopf, ja, von Knöpfchen. Und Nupsi ist einfach ein anderes Teil. Wobei ein Knöpkes auch ein Nupsi sein kann. Also jedes Knöpkes ist irgendwie auch ein Nupsi, aber nicht jedes Nupsi ist ein Knöpkes, wenn das irgendwie erklärend genug rüberkommt. So, rein damit. Oh, das könnte jetzt einen kurzen Moment dauern. Sehr schön. Gut, damit kriegen wir schon mal ein wenig was von der ganzen Gypsum-Nummer rüber transferiert, was unser Gewicht vom Rover doch signifikant senken sollte. Ich vermute mal so um 20 Tonnen oder sowas. So, dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, ich werde ihn dann gleich einmal anpluggen, sobald wir das Zeug draußen haben und versuchen nochmal die Drehung zu machen. Genau, eine Senfsoße sagt es schon richtig, eine Untermenge. Knöpkes sind eine Untermenge von Nupsis. So, und jetzt gucken wir mal, ob einer von den anderen Kabelfraggles auch anpluggen kann. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, ob das geht. Oder ob man da... Weil eigentlich ist ja nur ein Stöpsel rein und rausstecken. Da muss man ja eigentlich nicht Ingenieur für sein, oder? Ich meine, das ist ein Wissenschaftler, der wird ja wohl ein Kabel oder in dem Fall ein Rohr rausziehen können. Ja, geht. Sehr schön. Gut. Dann ab zum Rover. Jo. Jetzt probieren wir mal, den Rover nochmal zu drehen. Das ist falsche Richtung. So, wir holen erstmal Schwung. Ja, und... Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir sind fast drüber über den toten Punkt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Toter Punkt, ja. Das sieht gut aus, wir kriegen ihn gekippt. Sieg! Wir haben über die Gravitation gewonnen. Die Gravitation kann uns nicht mehr besiegen. Wir sind unverwundbar. Ich sollte es nicht so laut sagen, aber... Hey, sehr schön. Also... Der Plan ist erwartungsgemäß, möchte ich sagen, aufgegangen. So, ich lasse den jetzt hier aber mal mit angezogener Handbremse stehen und klappe einen Solarpanel aus, dass der Rover sich auch ein bisschen aufladen kann. So, und wir gehen mal weiter basteln. Ich habe euch doch gesagt, das ist alles nicht so schlimm, wie es im ersten Moment aussieht. Was zur Hölle? Ich glaube, hier ist gerade eine Mofa-Gang vorbeigefahren oder eine Rasenmäher-Gang. Ich weiß es nicht. Akustisch könnte es beides gewesen sein. So, wir müssen jetzt den Tüdelkram da hinten auseinandernehmen und rüber transferieren. Und ich sage erstmal vielen lieben Dank an Mini, Sloba und Angelika fürs Follow. Ja, willkommen bei den Kommandanten euch beiden und viel Spaß beim Zugucken. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das hier rüber gedengelt bekommen. Das müsste ich theoretisch einfach so abbauen können. Also das Containerteil, da ist ja eigentlich nichts Wildes drin. Weil so viel, also ein ganz bisschen Fertilizer, aber das meiste hatte ich umgepumpt. Problematisch war, glaube ich, das hier, aber ich konnte es transportieren, weil ich habe es ja auch irgendwie auf das andere Ding drauf bekommen. Ja, aber 2 Stunden Stream und quasi nichts passiert, das sehe ich gar nicht so. Also es ist ja nicht nichts passiert, das ist ja nicht die Wahrheit. Es ist ja schon ein bisschen was passiert. Wir sind ja vorwärts gekommen und wir sind, glaube ich, auf dem Weg zu einer sehr viel besseren Düngerproduktion als vorher. Gut, entstanden natürlich aus dem Ansinnen... So, wie schwer ist das? Okay, das Ding wiegt schon mal 5 Tonnen insgesamt. Das Ding wiegt 3,95. Damit können wir mit dem Teil hier arbeiten, wenn wir alle Kürbels ranholen. So.
Genau, also ich glaube, es ist prinzipiell richtig und gut, was wir tun. Aber ich muss jetzt nur mal Sim an die Kirmen hier irgendwie aus seinem. Der hängt da irgendwie drin. So. Da müssen wir jetzt einmal durch, aber dann ist es auch ordentlich, weil die Dinger sind jetzt wenigstens alle sauber verankert. Da sollte eigentlich kein Gehüpfe mehr passieren. Und danach bin ich mir sicher, ist unsere Moonbase besser als vorher. Von daher ist es keine vergebene Zeit. Und da wir sonst eh nur Zeit geraffert hätten, verlieren wir auch gar keine Zeit zu Missionen. Ja. Ich rede mir das jetzt einfach schön und euch hoffentlich auch, ne? Gut, schön, dass wir uns da einig sind. So, irgendwie. Und irgendwo ist auch noch der andere Körbenaut. Nicht? Da ist er. Rutscht das gerade? Das soll nicht rutschen. Das ist bestimmt nur eine optische Täuschung und wenn ich wegfliege, passiert nichts mehr. So. Wie gesagt, mein Devil, wenn du kurz dran bleibst, sobald ich das Ding hier drauf gebaut habe auf unsere ganze Geschichte, dann kann ich dir das erklären, wie man das umstellt. So, dann brauchen wir noch den Niklas und dann haben wir nämlich exakt die vier Kurbels. Dann kommen wir halt fertig. Dann haben wir exakt die Kurbels, die wir brauchen, um das Teil zu bewegen. So, kann hier die gesamte Mondcrew mal wieder vereinigt arbeiten. Schön ist es. Schön, Freunde. Die wird gut, die Moonbase Bravo. Die wird mit jedem Mal ein bisschen besser. Bin da sehr, sehr begeistert von, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir noch den Invi wiederfinden. Warte mal, ich bin in die Richtung von gegangen. Dann sollte ich auch in die Richtung weitermachen. Niklas, Invi, hervorragend. Das ging noch ganz einfach. So, jetzt müssen wir das hier einmal irgendwo hinstellen, damit das nicht im Weg rumoxidiert. So. Und jetzt sollte das hier aber eigentlich. Och, komm schon. Nur wegen so ein bisschen. So, jetzt. Niklas Körmen kann schon mal darüber. Dieses Schnaufgeräusch, Jengsan, das ist von Chatterer, glaube ich auch. Das sind Atemgeräusche der Kurbels in ihren Helmen. Und ich glaube, dass, ich meine, das wird durch Chatterer eingeführt. Vom Mod her. Also, das ist ein Atmen. Und das bin auch nicht ich. Also, ich kann auch mal. Merkt ihr, das sind die anderen Typen. Also das ist durch Shatterer. Also ich schnaufe nicht so. Das sind die Kurbels in ihren Helmen. So. Da sind sie. Ja. Ich brauche eine Medibay, ja, aber die ist noch ein paar Forschungsetappen von mir entfernt. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. An der Medibay. Aber ja, vielleicht ist der Mondstaub einfach ein Problem, dass die Kürbels da so Atemnot bekommen. Das sieht aus wie hier irgendwie Tick, Trick und Track und ihr Onkel Dagobert oder so. So. Also wir müssen nur noch bis da drüben. Dann haben wir es. So, und jetzt machen wir hier mal einen Staffellauf, glaube ich. Und zwar für dieses blöde andere Teil machen wir jetzt einfach mal. Da brauche ich nämlich nur mal einen Unterstützungskörbel und das machen wir jetzt im Staffelformat. Also ich stelle hier den ersten Hilfekörbel hin. So. Weil das muss eh zuerst ran. Dann kommt der Sim an die Kirmen.
Also wir können das dann von hier ungefähr bis hier bewegen. Dann stellt sich da der Sim an die Kirmin schon mal hin, um gleich zu helfen. So. Und dann kommt der Skunk als nächstes und macht das. So also können wir relativ schnell den Container rüberbringen.